herzlich willkommen zum Pressegespräch nach dem Spiel Lichtenberg 47 gegen den FC Strausberg. Endstand 0:1. Vor 270 zahlenden Zuschauern. Zu meiner Linken begrüße ich sehr herzlich unseren Gästetrainer Herrn Steve Georges und zu meiner Rechten unseren Trainer Uwe Lehmann. Wie immer bitten wir beide Trainer um ein Statement zum Spiel und möchten damit unseren Gästetrainer beginnen. Ja, zunächst mal bin ich natürlich sehr glücklich, dass wir so gut in die Saison gestartet sind jetzt, heute am ersten Spieltag. Wir wussten, dass es eine sehr, sehr schwere Aufgabe wird, mit der Qualität, die Lichtenberg hat. Und umso glücklicher bin ich, dass es den Jungs gelungen ist, sich dafür zu belohnen. Ich glaube, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, wo wir eigentlich die größten Teile des Spiels im Griff hatten, immer wieder Zugriff hatten auf den Gegner, viel Ballbesitz hatten, den Gegner haben laufen lassen. Da konnten wir uns noch nicht belohnen und dann in der zweiten Halbzeit hat man dann ein bisschen so gemerkt, dass wir schon Probleme hatten in der Vorbereitung, verletzungsbedingt, urlaubsbedingt, sind nicht immer alle da gewesen und da hat man hinten raus einfach gesehen, dann, welches Fitnesslevel bei welchem Spieler noch fehlt. Und da hatte Lichtenberg dann auch spielerische Vorteile und nach der roten Karte ist es dann halt so wie so oft dann im Fußball fast unerklärlich, aber da arbeitet es dann im Kopf und da haben wir uns halt nicht mehr getraut, unsere Stärken durchzubringen, haben eigentlich nur noch Befreiungsschläge gehabt, haben natürlich auch dennoch Konter gehabt, die wir nutzen müssen, denke ich, aber unterm Strich, wenn man die zweite Halbzeit dann betrachtet, wir haben unentschieden verdient gewesen, aber ich bin auch sehr glücklich, dass die Jungs sich heute einfach durch eine wahnsinnige Arbeitsleistung den Dreier verdient haben. Vielen Dank. Und jetzt unser Trainer Uwe Lehmann. Ja, erstmal Glückwunsch. Ich habe bei meinen Spielern auch gesagt, dass das Ergebnis im Fußball niemals lügt. Das heißt, dass der FC Strausberg heute ein Tor besser war als wir. Ich glaube auch, dass der Kollege recht hat und Strausberg in der ersten Halbzeit durch läuferischen Aufwand sehr viel gepresst hat, hochgestanden hat und es schwer gemacht hat, ins Spiel zu kommen. Ich bin aber auch der Meinung, wenn ich das Spiel richtig gesehen habe, dass wir deutlich mehr vom Spiel haben und deutlich mehr Torchancen. Ich glaube, dass Emre Yildirim in der ersten Halbzeit die größte Chance hat, wo, glaube ich, der Everest sehr gut hält. Und dann macht Strausberg ein Standardtor kurz vor der Halbzeit. Und der Geschichte laufen will, hinterher auch richtig, wie der Kollege sagt, finde ich, in Unterzahl waren wir deutlich besser, deutlich aggressiver, haben auch noch Chancen. Und am Ende muss man Strausberg gratulieren, weil sie es gut verteidigt haben, weil sie am Ende kämpferisch und ich finde auch vor allen Dingen mannschaftlich geschlossen agiert haben. Und damit geht der Sieg auch völlig in Ordnung. Und wir müssen schauen, dass wir auf uns gucken, dass wir geradliniger nach vorne spielen, dass wir mehr Zutrauen haben. Unabhängig mal vom ersten Spiel. Ich glaube, wir waren deutlich nervöser als der Gegner, weil vielleicht einen Tick mehr Druck brauchen. Das hat man vorhin in der ersten Halbzeit deutlich gemerkt. Und jetzt geht es zu gucken, dass wir den Herrn Rückschlag für Grünebergs Verletzung wegstecken, was für uns eine Katastrophe ist. Es ist ähnlich wie im letzten Jahr, dass wir hier im ersten Spiel nach einer halben Stunde höchstwahrscheinlich einen Kreuzbandriss ertragen müssen. Und das ist eigentlich das Schlimmste des heutigen Tages. Und alles andere kann man sich nicht mehr im Laufe des Jahres korrigieren. Ich wünsche dem Gegner alles Gute. Wir sehen uns ja im Rückspiel. Und sage vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung. Gibt es Fragen? Okay. Dann obligatorisch die Ergebnisse der eigentlichen Oberligaspiele. Bereits am Freitag spielten Viktoria Velo gegen Hertha 03 2:0 und Malchow SV gegen Germanischen Eiche 4:0. Gestern spielte Süd gegen Hertha 06 2:1 und Tennis gegen Hansa 2:0. Am heutigen Tag spielten neben unserem Spiel der SV Adlersdorf gegen Neubrandenburg 1:1. Union Fürstenwalde gegen Frankfurt 2:0 und Anker Wismar gegen die SV Hürthrücke 3:0. Also bleibt mir noch, mich sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und Ihnen noch einen schönen Rest. Vielen Dank.